In der Nähe von Schönebeck befindet sich das Ringheiligtum von Pömmelte, das deutsche Stonehenge. Wie fängt eigentlich Stonehenge an? Wie beginnt das eigentlich, nicht? Da wird es doch ältere Rundmonumente geben. Nein, es gibt rechteckige Monumente um 2900. Da haben sie jetzt eins entdeckt in Avebury, in so einer Kreisgrabenanlage. Und wir hatten so ein rechteckiges Monument. Das können Sie auch sehen, wenn Sie auf den Turm gehen und Sie schauen runter. Dann sehen Sie im Beton gegossen hier so ein rechteckiges Monument. Das ist nach der Sommersonnenwende ausgerichtet. Und da haben wir schon gedacht, dass das eine schnurkeramische Vorgängeranlage ein Heiligtum ist, nicht? Also wo praktisch die Leute aus der Steppe kommen und sagen, ein Heiligtum, sowas haben wir noch gar nicht gekannt. Weil für ein Haus ist es zu groß. Sie können das nicht mit Balken überspannen. Also muss es eine freie Anlage sein. Archäologie wird immer dann spannend, wenn Sie ein Muster entdecken. Die diesjährige Ausgrabung der benachbarten Schönebecker Anlage deckte nun eine vergleichbare, etwas kleinere Grabenstruktur mit ungefähr 11 Metern Seitenlänge auf. Sodass man vollkommen identisches Muster hat, was Lage betrifft, was die Struktur betrifft, aber auch was die Größe betrifft. Denn Pömmelte, das wissen Sie, ist ja so groß wie Stonehenge. Zur Wende vom 3. zum 2. Jahrtausend vor Christus wurden die Anlagen einige Zeit gleichzeitig genutzt. Die Sakrallandschaft aus der Zeit des Übergangs von der Jungsteinzeit zur Bronzezeit um die beiden Ringheiligtümer an der Elbe ist wesentlich älter als bisher angenommen. Der erste monumentale trapezförmige Grabbau südöstlich des Ringheiligtums entstand in einem Zeitraum von 4000 bis 3400 vor Christus. Er ist somit Teil der Baalberger Kultur. Auch eine weitere Körperbestattung konnte dieser Kultur zugeordnet werden. Daneben wurde eine mit reichem Gefäßinventar versehene typische Brandbestattung der Schönfelder Kultur entdeckt. Bislang galten Bestattungen und ein Grabengevier der älteren schnurkeramischen Kultur als älteste Belegungsphase des Gebietes. Bereits zuvor war der Standort der Schönebecker Anlage durch die Schönfelder Kultur als Siedlungsplatz genutzt worden. Mit den neuesten Grabungen lässt sich nachvollziehen, dass das Gebiet von der Spätbronzezeit bis in die Jahrhunderte vor der Zeitenwende besiedelt war. Die Ausgrabungen in Pömmelte erbrachten vor allem wesentliche neue Erkenntnisse zur mehrphasigen Siedlung. Insgesamt sind nun 67 sichere Hausgrundrisse dokumentiert. Davon stammen 58 aus der frühbronzezeitlichen Aonientizer Kultur. Neu sind zwei Grundrisse, die ihrer Form nach in die Schönfelder Kultur gehören. Sie sind älter als die 6 Glockenbechergebäude. Diese fallen wiederum in die Zeit der Errichtung des Ringheiligtums. Die Ausgrabungen begannen im April dieses Jahres. Bis jetzt sind knapp 3000 Befunde erfasst, die sich über 2,5 Jahrtausende erstrecken. Insgesamt wird in diesem Jahr eine Fläche von über 26.000 Quadratmetern untersucht sein.